Die A30 bei Bad Bentheim, nahe der holländischen Grenze. Bundespolizei und Landespolizei kontrollieren hier gemeinsam. Ihr Ziel, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Christian von der Bundespolizei und Dominik von der Landespolizei haben gerade diese Männer aus Dänemark angehalten. Also die drei haben jetzt für 3 Tage Amsterdam besucht, also eigentlich ein recht typischer Trip, den die Leute aus Skandinavien auch häufig machen. Der Kollege und ich, wir haben halt sofort nach dem Öffnen des Fensters einen deutlichen Marihuana-Geruch im Fahrzeug wahrgenommen. Ne? Die erklären diesen Geruch damit, dass sie wirklich 3 Tage in Folge in Amsterdam auch einen Coffeeshop aufgesucht haben und dort dann die entsprechenden Substanzen konsumiert haben, was wir denen auch nicht vorwerfen können, das ist erlaubt. Dementsprechend riecht auch die Bekleidung sehr, so geben die es zumindest an. Wir überprüfen es jetzt natürlich trotzdem, ob sich noch Drogen im Fahrzeug befinden. Bis jetzt sieht es soweit negativ aus. Marihuana? No. I only have this. It's a grinder. For, yeah, you know. Christian weiß aus Erfahrung, dass viele Reisende einen Vorrat Marihuana oder Haschisch aus den Niederlanden mit nach Hause nehmen. Der Kollege hat gerade was gefunden. Also kleine Mengen Haschisch findet er jetzt gerade. Nichtsdestotrotz gibt der Fahrer auch schon bereitwillig an, dass er gestern auch noch in den Abendstunden einen Coffeeshop aufgesucht hat und dort auch dann 3 Tage in Folge Marihuana konsumiert hat. Also werden wir gleich auch überprüfen, ob seine Fahrtüchtigkeit überhaupt noch gegeben ist aktuell. Ne? Das steht jetzt gerade noch im Verdacht, dass das nicht der Fall ist. Die gefundenen Drogen stellt die Polizei sicher. Das sind kleine Mengen Haschisch, also jeweils 0,5 bis 1 Gramm. Ja. Kommt sehr häufig vor. Wirkstoff darin ist halt THC. Ist eine Weichdroge. Haben wir hier an der Grenze täglich mit zu tun. In den Niederlanden werden diese kleinen Mengen auch geduldet. Ne? Also die niederländischen Kollegen, die verfolgen in der Regel bei Auffinden dieser kleinen Mengen nicht. Hier in Deutschland ist es halt immer noch illegal. Und wir verfolgen jede kleine Menge hier. In Dänemark, dem Heimatland der Männer, ist der Konsum von Cannabis verboten. Die Strafe bis zu 2 Jahre Haft. In Deutschland ist die Strafe abhängig von der Menge und der Höhe des Wirkstoffgehalts. Die Polizisten prüfen, ob die Männer noch mehr Drogen bei sich haben. Teilweise geben die einfach die Sachen so raus und sagen, von dem Motto, wenn ich es rausgegeben habe, dann gucken wir nicht weiter. Aber es ist natürlich dann für uns natürlich auch interessant, dass wir weiter ins Fahrzeug schauen. Weil, ja, wir hatten vorher gesagt, wir hätten nichts dabei und wir haben trotzdem was gefunden. Und da ist natürlich, ja, hier ist natürlich auch noch was. Das ist auch wieder Marihuana. Hier eine Kleinstmenge. Was waren die anderen Drogen? Das ist auch noch hier. Du bist auch noch von Wiss? Wiss? Von dem Mitfahrer hinten. Souvenirs. Jetzt halt dich aus, jetzt habe ich bei dem Fahrer was gefunden und bei dem Mitfahrer hin. Mehr Drogen finden die Polizisten bei den Männern nicht. Nun müssen sie klären, ob der Fahrer unter Einfluss von Drogen am Steuer saß. 3 days, not this morning. Wir sind 5 Minuten wieder da. Okay. Okay. You have holiday? Ja. Yeah. Long weekend. Yeah. Long weekend. Okay. Yeah, since Friday. Okay. Yeah, if we can come home. Das ist halt verboten, der Besitz von Betäubungsmitteln. In den Niederlanden grundsätzlich auch. Und dort wird es von den Behörden meinen Kenntnis nach geduldet. Auch wenn es nur eine kleine Menge ist, der Besitz in Deutschland ist verboten. Ist Hasch, ja. We only do Hasch. Und der Owner? Mein. I don't care. Mein. It's all ours. We smoke together, you know. Ich würde dann mit dem Fahrer mal eben einen Urin-Test durchführen, ne?
We will do a small drug test, yeah? Yes. You can follow me. To do the test is no problem for you? Everything is good? Yeah, passt. Because I need a little bit of people, yeah? Yeah, no problem. Possible? Yeah. Er sagt, die letzten drei Tage. Also letztmalig hat er gestern Abend in den Abendstunden konsumiert, hat er jetzt zugegeben. Und die beiden Tage zuvor halt auch. Also da liegt schon nahe, dass sich definitiv noch Substanzen im Körper befinden, die ihn auch beeinflussen und, sag ich mal, dann auch in seiner Fahrtüchtigkeit einschränken. Und das wollen wir natürlich verhindern, beziehungsweise solche Leute aus dem Verkehr ziehen. Ne? Er ist jetzt damit einverstanden, dass wir diesen Vortest durchführen. Dieser Vortest reagiert auf alle gängigen verbotenen Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz aufgelistet sind. Da werden wir mal eben schauen, auf was der Test dann reagiert. Wir arbeiten hier mit einem Test auf Urinbasis. Es ist grundsätzlich so, dass Abbaustoffe sehr lange im Urin nachweisbar sind. Sollte dieser Test jetzt positiv ausfallen, dann ist das für uns nur ein weiterer Verdachtsmoment, dass er unter dem Einfluss steht. Und dann ist es unumgänglich, dass wir eine Blutentnahme durchführen bei einem approbierten Arzt. Und dann wird nachher das Blutergebnis zeigen, ob er wirklich beeinflusst ist, ne? Ob der Wert dementsprechend ausfällt oder eben nicht. I will give you this. So, Die Polizei findet mehrere kleine Mengen Cannabis. Einer der Männer gibt an, dass sie allein ihm gehören. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Besitz und Einfuhr von Drogen. Wenige Minuten später steht das Ergebnis des Drogentests fest. T1 is for cocaine, T2 is for methamphetamine. You can see no line, this is positive. So we have T3 is for THC, marijuana, okay. Hashish is, okay. Is positive. Yeah? Okay. So as so you that's said, what we know. Yeah, that's we expected. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So now we have to go to the doctor now. Okay. It's 5 kilometers from here in the hospital. Okay. We will take a little bit of blood. What do we do with the car and my friends? Because we have to organize to get home somewhere. Yes, yes. We have to organize someone who can pick you up here. I think no one of the other guys can drive. No one can but drive. But can they drive with us so we can go together? We will take you back here. Okay. And then you can leave the car here if you want to, or you can say you will stay here for a few hours. Yeah. Okay. Yeah, that's your decision. I think can I talk with them before we go? Yes, we can go. Okay. No problem. Es ist natürlich so, da haben sich gewisse Experten mit auseinandergesetzt, ab welchem Wirkstoffgehalt im Blut man noch beeinflusst ist. Das heißt, wann Reaktionsfähigkeit und so weiter beeinträchtigt ist und man nicht, wie bei Alkohol auch, am Straßenverkehr teilnehmen kann oder sollte. Dieser Urintest ist jetzt noch nicht aussagekräftig genug, weil der halt wirklich nur mit Rückständen im Urin arbeitet. Jetzt ist es unerlässlich, dass wir eine Blutprobe entnehmen und anhand dieser Blutuntersuchung sehen wir nachher wirklich, wie viel Wirkstoff noch im Blut befindlich ist und ob dieser Wirkstoff geeignet ist, den Fahrer zu beeinflussen oder nicht. Sollte das der Fall sein, hat er eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen nach der Straßenverkehrsordnung. Dafür gibt es dann nachher ein Bußgeld von 500 Euro und die Kosten des Verfahrens, die er tragen muss. Und wir haben ihn jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen und ihm wird auch die Weiterfahrt bis auf Weiteres, bis er wieder fahrtüchtig ist, untersagt. Die Wirkung von Cannabis hält nach dem Konsum in der Regel zwischen 1 und 4 Stunden an. Die Rückstände des Rauschmittels befinden sich aber noch nach mehreren Tagen im Körper. Depends on your body, how big you are, how much kilos you. Yeah. I cannot say. Find a hotel and sleep there tomorrow. I think so. Yeah. Okay. If you smoke 3 days in a row, minimum 84 hours. Okay. But I can say that everything is good after 84 hours. If it's not good and you think I feel good and you will drive, but... But die Zeit einmal? No. Wofür? Sind hier jetzt noch geworden. Where is my other friend? I don't know. Das hat er auch eingeräumt, dass die Sachen ihm gehören. Die haben wir bei ihm in der Jacke gefunden. Hat er auch zugegeben, dass er noch was mitführt. Er sagt, er hat es vergessen, dass er das jetzt über die 3 Tage noch in der Jackentasche gehabt hat. Ihm sei auch wohl bewusst, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist. Auch die Sachen haben wir jetzt sichergestellt mit seinem Einverständnis. Dafür kommt dann zusätzlich noch eine Strafanzeige hinzu wegen Einfuhrschmuggels von Betäubungsmitteln nach dem deutschen Strafgesetz. Müssen wir gleich mal schauen. Das sind jetzt dänische Staatsbürger, die haben hier in Deutschland keinen Wohnsitz. Um die Verfahren sicherzustellen, müssen wir oder werden wir gleich noch eine Sicherheitsleistung anordnen müssen. Das heißt, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen, das Ordnungswidrigkeitsverfahren, müssen wir mal eben schauen, inwieweit er Bargeld bzw. EC-Karten mit sich führt, ob wir da noch ein paar Euro von ihm nehmen können.
Die Polizei bringt den Mann zur Blutuntersuchung ins nächstgelegene Krankenhaus. Über die Höhe der Strafe entscheidet die Staatsanwaltschaft.